vorausgesagt. Die Auswirkungen des durch den Menschen verursachten Klimawandels auf der Erde würden sich zuerst in den Polarregionen bemerkbar machen. Die Temperaturerhöhung dort kann, verglichen mit der globalen Erderwärmung, anderthalb bis viermal so hoch ausfallen. In der Nähe Südamerikas scheint das ewige Eis des siebten Kontinents jetzt zu zerfallen. Von der Antarktis ist eine gigantische Scholle abgebrochen. Larsen B nennen sie die Wissenschaftler. Sie ist größer als das Saarland und treibt jetzt im Weddellmeer. Der Kollaps der Eisplatte kam auch für die Wissenschaftler überraschend. Erst sah man nur einen breiten Spalt. Seit heute ist sicher, 50 Milliarden Tonnen Eis zerbrachen in nur einem Monat. Larsen B, 200 Meter dick und 3250 Quadratkilometer groß, ist nicht mehr. Es ist das letzte Drama in der antarktischen Region. Wir können das nicht ganz auf einen Klimawechsel in dieser Region zurückführen, aber wir sind immer sicherer, dass das der Grund ist. Wir wissen, dass die Eisplatten schon seit 1800 Jahren da sind. So mag es auf Larsen B in den letzten Wochen ausgesehen haben. Diese Bilder zeigen andere Eisplatten in der Antarktis, die plötzlich schmelzen und in das Eiswasser krachen. In den letzten 50 Jahren hat sich die antarktische Halbinsel um 2,5 Grad erwärmt. Sehr viel schneller, als sich die durchschnittliche globale Erwärmung entwickelt hat, die, so Wissenschaftler, zuerst an den Polen sichtbar wird, denn Eis reagiert sensibelst auf kleinste Temperaturschwankungen. Wenn eine Eisplatte von 50 Milliarden Tonnen zerbricht, ist das ein Alarmzeichen für den ganzen Planeten. Das ist noch nie zuvor passiert. Larsen B gehörte zu fünf anderen antarktischen Eisplatten. Jetzt schwimmt sie in Form von tausenden kleinerer Eisberge im Meer. Ob allerdings dadurch der Meeresspiegel insgesamt steigt und weltweit die Küsten bedroht, darüber streiten die Wissenschaftler. Tatsache ist, dass sie von diesem tonnenschweren Eisabbruch in nur einem Monat vollkommen überrascht waren.